So, da sind wir wieder. Diesmal auf der Map Timbertown. Da oben ist wieder ein Music-Button. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn von hier aus treffen kann. Ah, kann ich. Okay. Das ist schon mal gut. Okay, wir müssen 7 Leute finden. Mal sehen, ob wir das schaffen. Okay, dann mal los. Das haben wir natürlich gesehen. So, Flairgun. Und da ist er tot. Hier drin ist ein bisschen schwer zu sehen, aber scheint nichts da zu sein. Ach, da oben war doch was. Oh, das war fies. Hier unten was? Nein, ist auch besser so. Meine Waffen machen nicht viel Schaden gegen welche, die unter Wasser sind. Okay. Hier scheint nichts zu sein. Nein. Oh, da habe ich was gehört. Irgendwo. War wahrscheinlich der, der gerade gestorben ist. Das Gebäude ist auch ein Korb. Relativ leicht zu identifizieren. Manche Props sind aber schon lächerlich groß. Und der CP da ist auch einer. Hier oben vielleicht noch was? Also ich kenne die meisten Maps so ziemlich auswendig. Aber nicht mehr so gut wie vor ein paar Monaten, als ich richtig aktiv gespielt habe. Mal umgucken hier. Vielleicht da drin? Nein, sieht nicht so aus. Einer ist noch übrig. Die Bäume sind hier auch durchlässig, da könnte sich jemand versteckt haben. Aber scheinbar nicht. Ich glaube, das kam von hier hinten irgendwo. Vielleicht hier drin? Nein, nicht von hier drin. Hier kann man auch rein. Scheint aber auch nicht zu sein. Vielleicht ist er in unseren Spawn gegangen. Nein. Ah, sieht nicht so aus, als ob wir den noch finden werden. Oh, doch. Wow. Also, da haben wir echt Glück mit unseren Teammitgliedern gerade. Dass sie immer noch den letzten finden, kurz vorher. Mining Crate, okay. Wo verstecke ich mich am besten? Ich würde sagen... hier oben. Auf dem Dachbalken. Hier gucken die meisten auch nicht. Vor allem, weil wir ja nicht viel eine andere Farbe haben als der Balken. Okay, 8 Leute sind wir sogar. Na, ob wir das schaffen.
Okay, da kommen sie schon. Wir müssen natürlich jederzeit bereit sein, wegzulaufen. Ah, da wird der erste schon angebrannt. Aber er lebt noch. Bis jetzt. Und sie haben einen Soldier anscheinend. Und einen Sniper. Ich kann ja beim nächsten Mal, also beim nächsten Video, auch mal eine andere Klasse versuchen bei den Jägern. Und ein NG haben sie auch. Das ist mir auch schon einmal passiert, da habe ich Engie gespielt und einfach mal 9 Leute mit meinem Wrench weggehauen. Das muss man auch erstmal schaffen in Vorpunt. Weil das ist ja schon fast das ganze gegnerische Team. Wir haben nicht mal 9 Leute hier gerade. Okay. Da ist wieder der Pyro mit seiner Nahkampfwaffe und hinter ihm gleich ein Porp. Irgendwie sterben mehr Pyros als Porps. Das ist seltsam. Oh wow. Was hat der denn für ein Ping? 971? Der leckt bestimmt auch überhaupt nicht. Nein, nein. Ganz bestimmt nicht. Wünschte, ich könnte sehen, was da draußen vor sich geht gerade. Aber ich versteck mich ja eigentlich. Ach, wir können ruhig mal rausgehen. Das sieht doch auch recht interessant aus hier. Oh, er hat sogar einen Porp mit seinem Raketenwerfer erledigt. Die meisten Waffen sind auch ein bisschen genervt, dass sie nicht so viel Schaden machen. Raketenwerfer ist eines davon. Wenn es hier Goomba-Jumps gibt, würde ich ihm jetzt einfach auf den Kopf springen. Aber ich werde es mal nicht drauf ankommen lassen. Gibt es wahrscheinlich nicht hier. 5, 4, 3, 2, 1. Und da haben wir gewonnen. Und da lachen wir ihn nochmal aus. Weil es so schön war. Sollen wir den Musikbutton nochmal drücken? Warum nicht? Ah, da haben wir auch einen Soldier. High five! Komm schon! Dann nicht. Mission beginnt in 10 Sekunden. Dann eben nicht. 5, 4, 3. Gut. Erledigen wir jetzt die gegnerischen Props. Ah, das haben wir auch gesehen. Man sollte sich möglichst nicht bewegen, wenn man in der Nähe von Pyros ist und versucht, sich gerade zu verstecken. Mal hier reingucken. Nein, ist nichts. Na, das Haus sieht man auch gleich, ist ein Porp.
So, das verbrennt jetzt. Mal hier gucken. Nein, hier ist nichts. Und hier rein. Nö. Da brennt jemand. Ach, das war verfehlt. Noch lebt er. Aber ich habe nicht vor, ihn einfach so entkommen zu lassen. So, das war's mit ihm. Mal durch die Bäume wieder gucken hier. Ach, das, der Baum war ein Porb. Hier gucken. Okay, da ist nichts. Und hier oben nochmal. Nein, da gibt's nichts. Drei sind noch übrig. Gleich nur noch zwei. Gucken wir nochmal hier. Vielleicht haben wir was bei den Büschen übersehen. Nein, haben wir nicht. Checken wir mal die andere Reihe Bäume hier. Mission ends in 60 seconds. Nein, nichts. Und hier auch nochmal gucken. Nein, auch nichts. Ah, diesmal sind aber noch zwei übrig, nicht nur einer. Okay. Das könnte fast unsere erste Niederlage sein. Das wäre gut möglich. Ah, da ist einer. Der wegläuft. Mit der Flaggern zu treffen ist auch nicht immer so einfach. So, das war's mit ihm. Da wir so viele getötet haben, waren wir sogar schneller als er, obwohl er eine Scout ist. Aber einen haben wir trotzdem nicht erwischt. Aua. Ja, da war er. Und fast. Aua. Ich will mich jetzt nicht noch umbringen lassen. Ein Bucket. Ein Eimer. Das ist schön klein. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3. Ah, meine Mitspieler hatten nicht so viel Glück. Ein Baum. Ein Schrank. Ein Haus. Ja, die hatten definitiv nicht viel Glück. Wo soll ich mich diesmal verstecken? Mission begins in 10 seconds. Nein, hier sieht man mich noch. Vielleicht auf der anderen Seite. 5, 4, 3, auch nicht 2, viel besser. 1. Let the games begin. Ups. Da bin ich ein bisschen runtergefallen. Gehen wir einfach mal hier rauf. Man kann noch so ziemlich überall hinspringen, weil die Schwerkraft ein bisschen erleichtert wurde. Im Purp Hunt. Ist auch immer mal nützlich. Die wurden gleich mal gefunden und das Haus rennt nicht mal weg. Brennt es zu Tode? Vermutlich schon. Doch nicht. Wow. Aber es wird bestimmt noch mal gefunden. Ich höre auch gerade einen Heavy. Und der Demo bringt sich anscheinend gerade selbst um so ziemlich. Dieses Haus.
Wieso lebt es noch? Es ist so offensichtlich, dass es schon wieder unoffensichtlich ist. Das ist gut möglich. Es würde mich nicht wundern, wenn wir die letzten zwei wären. Allerdings müssen dafür die anderen beiden noch sterben. Die könnten aber so ziemlich überall sein. Und da ist gerade ein Pyro gestorben. Ah, da wird einer gerade angefackelt. Wird er es überleben? Nein, wird er nicht. Mission ends in 60 seconds. Die Shotguns wurden auch ein bisschen genervt. Es ist sogar möglich, 0 Schaden mit einer Shotgun zu machen. Normalerweise ist das Minimum 3 Schaden im normalen Spielmodus. Es ist mir aber schon oft passiert, dass ich irgendwo am anderen Seite der Map stehe und mich jemand mit einer Shotgun abschießt und es einfach überhaupt keinen Schaden macht. Ernsthaft, da sterben sie noch, bevor ich sterbe. Oh, wird das Haus getötet? Nein, wird's nicht. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, so offensichtlich, 3, dass es unoffensichtlich 2, ist. 1. Wahrhaftig. Victory. Die Pyros müssen sich bestimmt auch ein bisschen blöd fühlen, jetzt wo sie sich das Haus bewegen sehen. So, was für eine Map nehmen wir denn? Nehmen wir mal Lumberyard. Das Map-Voting dauert ziemlich lange. Ja, können wir es wieder treffen? Anscheinend verfehlt. Diesmal getroffen. Diese Music-Buttons gibt es aber allerdings nicht auf jeder Map. Zum Beispiel auf Sawmill oder Lumberyard, wo wir gerade hingehen, gibt es glaube ich keine. Kann ich mich aber auch irren. Ist ja schon eine Weile her, seit ich mich das letzte Mal gespielt habe. So, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Immer noch schwer zu sehen. Nein, sieht nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Hier drin vielleicht? Yep, das gehört da nicht hin. Der Zaun sieht auch verdächtig aus. War nicht ganz befestigt. Oh, hallo meine Freunde. Thornkill! Sie hatten keine Chance zu fliehen. Okay. Haben wir schon einige umgebracht. Aber 3 sind noch übrig. Irgendwo. Hier ist es nicht. Und hier anscheinend auch nicht. Hier drin habe ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt. Glaube ich allgemein selten da rein zu gucken. Hier unten vielleicht? Nein. Und in den Bäumen? Nein, da ist auch nichts. Auf der anderen Seite vielleicht? Nein.
hier ist auch nichts. Ganze drei Leute haben wir noch nicht gefunden. Oh, jetzt sind es nur noch zwei. Ist wohl einer disconnected. Naja, soll mir recht sein. Keine Ahnung, wo die sind. Mission ends in 30 seconds. Oh, da war einer. Oh, nicht getroffen. Er sollte aber trotzdem sterben, an einem Brand. Was soll ich machen, wenn er mir entgegenspringt? Ja, den haben wir jetzt nicht mehr gefunden, leider. Ein Control Point, okay. Der hat sich wahrscheinlich auf irgendeinem Dach versteckt. Gut, jetzt müsste Map Change sein. Also sehen wir uns. Doch nicht Map Change. Aber da das Video schon so lang ist, sehen wir uns trotzdem beim nächsten Mal. Bis dahin.